Ja, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Hotel Ponia. Ja, unser alter Freund Boso fritzt sich hier immer noch den Ast ab. Und ja, ich habe jetzt mal geguckt, wie es weitergeht. Und Freunde, eigentlich waren wir so nah. Wir waren so nah. Aber wir haben etwas nicht gemacht mehr, oder? Alles klar, Boso? Was denn los mit dir? Ist sie kalt? Da! Oh yeah, what Rufus ist hinter Haus, yeah! Okay, wisst ihr was, ich zeige es euch einfach. Und zwar, wir waren ja vorhin schon, ja, bei unserem Freund, dem Hellseher. Und da haben wir ja die Fischschuppen in seine Kapuze getan. Und im Grunde war das an sich auch schon richtig, aber wir haben was vergessen. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ja, ja, ja. Und zwar, müssen wir bestimmte Dinge sagen. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Naja, auf jeden Fall alle zwei oder drei. So, jetzt muss ich, Moment, muss ich mal kurz gucken, einen Moment. Ja, genau, und zwar, Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht, ich... Igitt, was ist das denn? Ich habe Schuppen, das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum, tu was. Okay, jetzt bin ich... Haben wir überhaupt Shampoo? Ach, wir haben doch... Genau, wir haben doch Shampoo. Bin ich denn doof? Ein Shampoo, meine Rettung. Raus mit dir, ich muss duschen. Man könnte ja auch mal bitte sagen, vielen Dank. So, können wir jetzt hier wieder rein? Abgeschlossen, paranoider Fatzke. Ja, so hatte ich mir das jetzt eigentlich nicht gedacht. Obwohl, Moment mal, der Geist! Oha, das Gespenst, Freund der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Ja, genau. Und zwar können wir jetzt mit dem reden? Das Gespenst, Freund der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Okay. Aber wir können jetzt auf jeden Fall... Was haben wir denn hier? Ist hier irgendwas... Hier ist wahrscheinlich wieder irgendwas versteckt, was wir übersehen haben. Naja, egal. Wir können jetzt auf jeden Fall nach draußen. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut ist das. Was haben wir denn hier? Oh, ein Leck. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Ha! Aber wortwörtlich so. Hier, können wir hier lang? Nee, können wir nicht. Okay. Ich verstehe. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Alles klar. Ich dachte, ich bin ein schlechter Sänger, ja? Oder Singer. Oder Reimer oder Texter oder was auch immer. Aber das ist ja... Oh. Kutsche, können wir hier rein? Nee. Kommen wir an... Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Pink Camouflage! Er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. Dann müssen wir wahrscheinlich den Zimmerservice rufen. Könnte ich mir jetzt denken. Was haben wir hier sonst noch? So ist kein Rankommen. Aber wir kommen an... ich will den nicht anfassen. Nein, ich weigere mich. So, tut mir leid. Ja, ich muss jetzt leider an dieser Stelle wirklich das Let's Play abbrechen. Es tut mir leid, dass wir das nicht zu Ende bringen können. Aber ich fasse das Glas mit der Tarantel drin nicht an. Tut mir leid. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play. In diesem Sinne.
Nein, um Gottes Willen, ich will das nicht. Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Ja, was machen wir jetzt damit? Haben wir irgendwie, können wir irgendwas damit machen? Ich meine, wir brauchen das ja jetzt hier. Mr. Toffee, zu einem kleinen Spielchen bereit? Holla, ganz schön angriffslustig. Gut, dass er in diesem Glas eingesperrt ist. Die Löcher waren ja hoffentlich schon vorher drin. Hat die Spinne jetzt gefaucht wie eine Katze? Was war das denn bitte? Holy moly, können wir irgendwas machen? So ist kein Rankommen. Okay, ja, dann, okay, dann gehen wir halt wieder raus. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun müssen. Aber, oh, vielleicht du. Brauchst du die Spinne? Er braucht keine weltlichen Besitztümer mehr. Vorausgesetzt, seine Geschichte stimmt. Na, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ja, okay, wir brauchen irgendwas, um die Spinne rauszuholen. Kommen wir so rein? Nein, natürlich nicht. Nee, kommen wir nicht. Abgeschlossen. Paranoider Fatzke. Ja. Ist ja gut. Okay, da kommen wir nicht rein. Hier, die können uns wahrscheinlich auch nicht helfen. Obwohl, vielleicht hat Boso ja eine Spinnenphobie, genau wie ich. Wollen wir mal sehen. Ich erzähle ihm lieber nicht von Mr. Toffee. Boso hasst Spinnen. Und erst recht kann er es nicht ausstehen, wenn man sie nachts mit seinen Nasenhaaren spielen lässt. Okay, Boso, du, ich mag dich. Du bist echt ein töfter Typ, muss ich wirklich sagen. Du bist so töfte, du bist echt ein töfter Typ. Also, Boso, jetzt mag ich dich noch mehr, weil wir sind Buddies. Wir haben zwar nicht lange Haare, aber wir sind Bart Buddies. Und, außerdem sind wir jetzt noch, Arachnophobie-Buddies und, aber wir, Moment, wir haben doch einen Korkenzieher. Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Wo ist er denn? Oh, was? Errungenschaft freigeschaltet. Free Toffee. Alles klar. Okay, jetzt haben wir einen Korken. Daraus könnte ich einen Kompass basteln. Aber wozu? Ich weiß ja, wo es lang geht. Genau. Okay, jetzt haben wir ein leeres Glas. Korken. Moment mal. Ich habe eine Eingebung. Ja, ich habe eine Eingebung. Eben wurde uns doch das Leck angezeigt. Da könnten wir doch vielleicht mal... Hallo, Geist. Lass dich nicht stören. Mach du weiter dein Zeug. Könnten wir doch... Moment, fahren wir es denn? Vielleicht so? Ja, und welchen Effekt hatte das jetzt? Ja. Das war ganz toll, okay. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Fuga, fuga, schalali. Huga huga schalala. Huga huga schalali. Huga huga schalala. La 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 la. La la la. Gut, lassen wir das. Gut, vielleicht können wir ja jetzt mal zilibimmeln, würde ich sagen. Wir rufen mal beim Zimmerservice an. Ja. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Ach so, wir haben ja nur die 5 und die 1. Okay. Verwählt. Kein Problem. Ja, das,
Ja. Das hat jetzt sehr gut geklappt. Okay, wir brauchen irgendwas. Oh Mann, jetzt habe ich gedacht, das würde uns weiterbringen, aber tolle Wurst. Na, super. Dann schauen wir uns mal weiter um, weil irgendwas brauchen wir noch, damit Bo so eine blaue Zunge bekommt. Freunde, was denn hier los, Mensch? Was denn hier los? Da. Moment mal, hier war doch auch, ich hab, was ist denn heute los? Ich hab bei euch, jetzt pass mal auf, jetzt ist hier, jetzt können wir wahrscheinlich auch die Spülung betätigen. Ein Griff ins Klo? Ich? Der hat ja noch nicht mal abgespült. Ich glaube, jetzt können wir auch die Spülung benutzen, da wir ja das Leck gestopft haben, mit dem Korken und so. Na nun, was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Und jetzt? Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Also, irgendwo ist aber auch... Augenblick mal. Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Klostein. Blau. Blau. Oh. Oh. Bitte nicht. Bitte lass das jetzt nicht gehen. Bitte, das ist wirklich eklig. Ich meine, die gemixte Pastete ist so schon eklig, aber... Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Das Auge isst ja mit. Alles klar, ich hatte Hunger für heute. Das hat sich dann auch erledigt. Okay, jetzt müsste die Pastete ja eigentlich fertig sein. Dann gehen wir jetzt mal los jetzt hier, komm. Machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Die Pastete müsste jetzt so fertig sein. Die geben wir dann mal dem Boso. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich hab Fieber. Meine Zunge blau. Wie Doc am Grill-Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Ja, gut, dass wir das schon getan haben. Hier sind deine Sachen. Bitteschön. Ich hab deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du... Hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Okay. Alles klar. Ich habe jetzt eher gedacht, wir müssen wahrscheinlich raus und dann wieder rein und dann... jetzt haben wir Bosus. Obwohl, warte mal, Moment, das kann uns jetzt... Ich glaube zu ahnen. Okay, jetzt können wir wahrscheinlich auch in die Wäscherei. Und... Moment, das probieren wir jetzt aus. Wunderschön. So, jetzt haben wir ein Handtuch. Können wir hier... Komm, probieren wir das mal. Entschuldigung, ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Verdammt. Okay, so funktioniert das nicht. Ich will doch nur an die Waschmaschine. So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen. Sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Ach, jetzt müssen wir die noch dazu bringen, oder was? Was ist denn los hier? So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen. Sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Ach, Freunde, was ist denn los hier? Na, das habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Tolle Wurst. Okay, wahrscheinlich brauchen wir die... Ich behaupte jetzt mal, wir brauchen die Kutte.
Weil ohne diese... Aber wie kommen wir hier nicht rein? Oh, doch. Alles klar. Ja, du siehst ja gut aus, mein Freund. Was denn los mit dir? Oh Gott. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ja, es ist, Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Ach, Freunde, Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Tja. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Komm hier, kriegst du Kopfkissenbezug. Hier. Gute Idee, aber so würde er es bemerken. Ach was, komm hier, dann kriegst du eben das Handtuch. Ich habe dreckige Wäsche zu waschen. Das haben wir alle, mein Junge. Aber deine Sekte blockiert die Wäscherei. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Ja, aber Freunde, was ist denn los hier? Ey, ihr könnt mich doch nicht so hier... Oh, hier, komm, hier. Solange er es nicht vermisst, ist es auch kein Diebstahl. Ach, Freunde, was ist denn los mit euch? Mensch, ich will doch nur weiterkommen. Das kann ja nicht so schwer sein. So, gehen wir mal wieder zum Geist, mal schauen. Oh. Oh, was haben wir denn hier? Ah, ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Es ist ein Spannbettlaken. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Das glaube ich dir sofort. Kann man das irgendwie hier... Oberflächlich betrachtet unterscheiden sich diese Textilien kaum. Der Experte jedoch erkennt Abweichungen in den Symbolen auf dem eingenähten Etikett. Offenbar eine antike Hieroglyphenschrift. Oh ja, so können wir die irgendwie verbinden. Oberflächlich betrachtet unterscheiden sich... Ja, ja, das hatten wir ja schon, Okay, dann... Können wir hier... Um damit das Loch zu stopfen, müsste ich zunächst einmal die Löcher im Stoff stopfen. Ja, könnte man machen, muss man aber nicht. So, dann gehen wir mal wieder raus, weil irgendwie... Irgendwie... Müssen wir doch... Ja. Okay, probieren wir es mal hiermit. Ich habe dreckige Wäsche zu waschen. Das haben wir alle, mein Junge. Aber deine Sekte blockiert die Wäscherei. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Was ist denn los, Mann? Ist hier sonst noch irgendwas drin? Irgendwie lässt mir das hier keine Ruhe, ne? Ja. Das ist, hier ist doch bestimmt noch irgendwas, was wir übersehen haben. Nee, keine Ahnung. Na, egal. So, dann... Ach, wir müssen doch irgendwie in diese blöde Wäscherei kommen. Das kann doch nicht so schwer sein, Freunde. Ehrlich, bin ich denn so doof oder tue ich nur so? Ja, ich bin doof. Okay, warte mal. Können wir hier... Entschuldigung, ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Komm, nein. Verdammt.
Och, Freunde, was ist denn los mit euch? Könnt ihr nicht mal weggehen? Also irgendwie... So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen, sofern dieser Saunaclub da mich lässt.